Ein Impfstoff muss ja, bevor er eingesetzt wird, getestet werden in einer Studie. Und die Hersteller haben halt eine offizielle Studie gemacht. Und diese Studien sind abgebrochen worden im April 2021 mit Genehmigung des Ethikrates. Sie haben gesagt, das funktioniert alles so gut, ist alles überhaupt kein Problem. Und da bin ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen aktiv geworden. Also ich bin Heilpraktiker und Homöopath. Und wir sind so eine wissenschaftliche Gruppe, die sich im Laufe dieser Zeit kennengelernt hat. Und wir haben einen Doktor der Mathematik dabei, der macht diese ganzen wunderschönen Grafiken. Und dann haben wir auch noch einen Programmierer, der die ganze Befragung eigentlich programmiert hat. Wir machen nämlich ein Monitoring für Menschen, die geimpft und die ungeimpft sind. Mhm. Wir haben das die Kontrollgruppe genannt, weil wir gesagt haben, es muss eine Studie geben, es muss ein Monitoring geben. Wir haben es nicht offiziell Studie genannt, weil eine Studie in Deutschland, die hat ja eine definierte, vordefinierte Gruppe und die haben wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir sind offen für jeder Mann und jede Frau und kann daran teilnehmen. Und wir machen ähnlich wie das Robert-Koch-Institut dieses Grippe-Web eigentlich seit ein paar Jahren macht. Da wird ja wöchentlich der Gesundheitszustand von Menschen gefragt. So haben wir halt gesagt, wir machen zweiwöchentlich eine Befragung von Geimpften und von Ungeimpften. Ich würde von Ihnen gerne mal so jetzt nach knapp 3 Jahren erfahren, wie viel von dem, was Sie da damals vorausgesagt haben, ist denn tatsächlich eingetreten? Und gab es auch Punkte, wo Sie sich geirrt haben? Ich habe es unterschätzt damals noch, was da läuft. Also ich denke schon, dass ich grundsätzlich richtig lag mit der Einschätzung und dass der PCR-Test benutzt wurde, praktisch um die Fälle zu produzieren, vor denen wir dann Angst haben sollten, dass Menschen umgebracht wurden und geschädigt wurden durch falsche Medikation, die uns dann als Opfer einer Seuche dann vorgeführt wurden, dass mithilfe der Medien dieses ganze Theater inszeniert wurde. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Korruption unserer Institutionen so perfekt vorbereitet war. Das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Und auch, dass in den Medien so einhellig alles vorbereitet war. Ich habe erst später erfahren davon, dass man 2019 eine riesige Konferenz hatte in Washington, in London, wo die Medien alle zusammenkamen und wo man sich vereinbart hat, dass man sogenannte Falschinformationen bekämpfen will. Das sind ja Vorbereitungen, die da gelaufen sind, auch was die Kampagne angeht, die ich mir nicht vorgestellt hatte.